Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Krebs und Aszendent Krebs. Willkommen zu der Woche vom 16. bis 22. März. Liebe Krebse, wir befinden uns in einer wichtigen Woche des Jahres, denn es erwarten uns ein starker Mond und gleichzeitig eine Sonnenfinsternis. Analysieren wir mal die Position der anderen Planeten vor dieser Finsternis. Es wird eine wichtige Position für Sie geben. Da Sie ein führendes Zeichen sind, wird das Quadrat zwischen dem Uranus im Zeichen Widder und Pluton im Zeichen Steinbock auch Sie beeinflussen. Eigentlich hat das intensive Quadrat zwischen diesen beiden Planeten seit 2012 bedeutenden Druck auf Ihnen ausgeübt. Sowohl in Ihrer Karriere als auch in Ihren Beziehungen haben Sie ernsthafte Veränderungen und Verwandlungen erlebt oder sind einigen schwierigen Situationen in diesen Bereichen begegnet. Nun wird am 17. März das Quadrat zwischen diesen beiden Planeten zum letzten Mal entstehen. Uranus und Pluton werden sich anschließend langsam voneinander entfernen. Da es sich hierbei um kollektive Planeten handelt, üben diese sowohl individuellen als auch gesellschaftlichen Druck, insbesondere auf Themen, die Einfluss auf größere Menschengruppen haben, aus. Diese Woche ist natürlich von großer Bedeutung. Sowohl die Energien der Finsternis als auch das Quadrat dieser beiden starken Planeten könnten plötzliche und unerwartete Ereignisse in unserer Umgebung und innerhalb der Gesellschaft auslösen. Venus wird sich am 17. vom Zeichen Widder trennen und in das Zeichen Stier übergehen. Venus im Zeichen Stier wird sich bis zum 11. April in einer äußerst starken Position befinden. Demnach könnte es Ihr Sozialleben unterstützen. Sie könnten öfter an erfreulichen und amüsanten Veranstaltungen teilnehmen, sich an künstlerische Gruppen anschließen und Ihre Beziehungen zu den Frauen könnten sich positiver entwickeln. Venus im Zeichen Stier wird auch Ihr Liebesleben unterstützen. Versuchen Sie dies unbedingt zu nutzen, meine lieben Krebse. Sonne und Mond werden sich am 20. März um 11.37 Uhr im Zeichen Fische vereinigen und somit wird eine ganze Sonnenfinsternis auftreten. Da es sich gleichzeitig um einen intensiven Neumond handelt, werden die Auswirkungen dieser Finsternis in den nächsten 6 Monaten Einfluss auf unser Leben haben. Insbesondere da es in den letzten Graden des Zeichens Fische entsteht, trägt es intensive Energien der Verwandlung und Abschließung. Sie könnten so einige Dinge in Ihrem Leben abschließen und beenden. Die Sonnenfinsternis wird Sie insbesondere hinsichtlich weit entfernten Zielen, Ihren Beziehungen zu fremden Ländern, juristischen Belangen und der Bildung unterstützen. Einige langfristige Entwicklungen könnten aktuell werden und Sie möglicherweise verreisen. Insbesondere Reisen in weit entfernte Orte könnten mit den Energien der Finsternis aktuell werden, meine lieben Krebse. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis bald. Yeah.